soll ich nur auswählen? Oh, ich nehme alles. Möchtet ihr, dass ich die Sachen ins Schloss bringe, Eure Majestät? Nein, ich möchte sie den Kindern im Dorf schenken. Oh, das ist sehr großzügig von euch. Hey, Kinder! Ah. Danke! Lang lebe König Richard! Lang lebe König Richard! Ich fass es nicht. Er verschwendet schon wieder mein Gold an diese Hungerleider. Welch Enthusiasmus, kleiner Bruder. Ich kann nicht aufhören. Oh, seht nur, er tanzt wie ein Hofnarr. Hätte mein Bruder nicht vor mir gestanden, wäre ich von dem Pfeil getroffen worden. Glaubst du, dieser Pfeil war für dich bestimmt, Richard? Natürlich war Richard das Ziel. Ich werde von allen verehrt. Reiten wir zurück zum Schloss. Dort sind wir sicher. Oh nein! Er kam von da drüben! Nichts? Nicht schon wieder! Hebt den Prinzen auf! Und jetzt alle zum Schloss! Es gibt keinen Zweifel mehr. Prinz John ist das Ziel. Aber warum spielt man eine Melodie auf der Flöte, bevor man schießt? Unser einziger Anhaltspunkt ist der vergiftete Pfeil. Vielleicht kann uns die Kopftuchlady weiterhelfen. Ich habe gehört, ihr Wohnwagen wurde in der Nähe des Flusses gesehen. Da! Die verflixte Kopftuchlady steckt dahinter. Hm? Wusste ich's doch. Ach, da bin ich nicht so sicher. Die interessiert sich doch nur für Gold. Keine Sorge, Hoheit. Wir tun alles, um die Sache so schnell wie möglich aufzuklären. Ich soll Hilfe von Robin erhalten? Nein, vielen Dank. Benehmt euch nicht wie ein Kind. Es ist Zeit, ein wenig erwachsen zu werden. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Beruhig dich. Wir wollen nur reden. Wir hoffen, du kannst uns sagen, in welches Gift diese Pfeile getaucht wurden. Normalerweise berechne ich eine Goldmünze für Beratungen. Aber bei euch kann ich eine kleine Ausnahme machen. Das ist Zappelkraut. Wird man davon am Arm oder Bauch getroffen, verursacht das nur ein vorübergehendes Zappeln. Aber eine große Dosis ins Herz macht die Wirkung endgültig und für immer anhaltend. Man zappelt für den Rest seines Lebens? Ja, und es wird ein kurzes Leben. Das Opfer zappelt so lange, bis es völlig erschöpft ist. Bis zum Ende. Wo findet man dieses Zappelkraut? Hier wurden so viele Blätter geerntet. Damit kann man zahlreiche Dosen des gefährlichen Gifts herstellen. Prinz John ist in großer Gefahr. Wir müssen zurück zum Schloss. Vielen Dank für die Hilfe. Wir müssen auf dem Rückweg darüber nachdenken, wer sauer auf Prinz John sein könnte. Auf jeden Fall Baron Fitzwalter. Lord Gutfried. Die drei Räuber. Hurdigan. Harald. Der Bäcker. Der Schmied auch. Wir haben den Sheriff vergessen. Ach, und den Fischhändler. So viele? Ich habe keinen Platz mehr in meinem Notizbuch. Das ist höchst beunruhigend. Es ist zu schade, dass wir nicht wissen, wer der Flötenspieler ist. War doch klar, dass sie nichts herausfinden. Also, ich bin wirklich froh, dass das Schloss so sicher ist, denn euer Schutz bringt nicht das Geringste. Diese Melodie erinnert mich an irgendetwas. Diesmal entkommt er uns nicht mehr.
Schlafzimmer, ich hab dich! Und als ich reinkam, war er verschwunden. Du hast ihn schon wieder entkommen lassen. Ich wusste ja immer, dass du ein Taugenichts bist. Er ist nicht verschwunden. Es gibt nämlich einen geheimen Ausgang, den nur wenige kennen. Sieh her! Toll! Verrate Robin doch gleich alle unsere Geheimnisse, wenn du schon dabei bist. Dieser Geheimgang war für den Fall gedacht, dass man aus dem Schloss fliehen muss. Der Flötenspieler kennt sich im Schloss anscheinend sehr gut aus. Wir müssen alle äußerst wachsam sein. Ich hab's. Ich weiß wieder, woher ich diese Melodie kenne. Die Melodie stammt von einem Spielzeug, das aussieht wie eine Rüstung. Es war ein mechanisches Spielzeug, das zu Musik tanzte, wenn man an seiner Schnur zog. Als der Prinz noch klein war, hat er oft im Schloss mit einem gewissen Leo James gespielt, dem einzigen Freund, den er je hatte. Natürlich, Leo James. Ich weiß noch, er nannte dich immer Popoli. Da klingelt bei mir gar nichts. Prinz John hatte eigentlich alles, was er wollte. Aber er war neidisch auf Leo James wegen dieses Spielzeugs, das sein Vater für ihn gemacht hatte. Bis eines Tages das Spielzeug auf mysteriöse Weise verschwand. Daraufhin brach ein Streit aus und Prinz John hat Leo James nie wieder ins Schloss eingeladen. Genug! Huh? Ich habe es schon 100-mal gesagt. Ich habe das Spielzeug nicht genommen. Also ist dieser Leo James unser Hauptverdächtiger. Und er wird nicht aufhören. Verdoppelt die Wachen, sofort! Das wird nichts nützen. Leo James kennt jeden Zentimeter dieser Burg. Nein, es ist an der Zeit, sich zur Wehr. Und wie soll das gehen? Wir benutzen Prinz John als Köder, um Leo James anzulocken und ihn gefangen zu nehmen. Kommt gar nicht in Frage, das ist zu gefährlich. Darum, dass Prinz John nichts passiert, kümmere ich mich persönlich. Und wenn es nötig ist, werde ich dem Pfeil in den Weg springen. Eine wunderbare Idee. Gut, wenn mein Bruder einverstanden ist, dann bin ich es auch. Komm schon, lass uns ins Dorf fahren. Und vergiss nicht, dass du versprochen hast, dich für mich zu opfern. Wo bist du, du armseliger Flötenspieler? Das ist mein Zuhause. Es ist mein Königreich, mein Dorf, meine Dorfbewohner, meine Steuern und mein Gold. Ich habe keine Angst vor einem Versager wie dir. Beruhig dich, Prinz John. Wir wollen ihn anlocken und nicht wütend machen. Vergiss nicht, was du meinem Bruder versprochen hast, dem König, dass du mich mit deinem Leben beschützt. Marion, ich habe es gefunden. Na los, zeig dich, du Feigling. Komm raus und ich bringe dich zum Tanzen. Leo James, du bist es also wirklich. Hallo, Popoli. Was willst du, Leo James? Das Spielzeug, das er mir gestohlen hat, und eine Entschuldigung. Ich habe es dir schon gesagt. Ich habe dein Spielzeug nicht gestohlen. Das war's, du hast mich verfehlt. Und außerdem hast du mich von Robin befreit. Ich hab noch mehr Munition. Also gut, ich gebe es zu. Es tut mir leid. Ich habe damals tatsächlich dein Spielzeug genommen. Aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Eine Entschuldigung, das ist nett. Es ist nicht genug, aber es ist ein guter Anfang. Kurz vor deinem Ende. Das ist doch unmöglich. Vielleicht hast du nur mein Herz verfehlt. Dann brauche ich das wohl nicht länger.
Ich weiß, das, was dir passiert ist, war nicht fair. Aber Rache ist nie eine gute Lösung. Werf diesen Nichtsnutz in den Kerker! Und gib das sofort wieder her, ihr Diebe! Schluss jetzt, kleiner Bruder. Du hast genug angerichtet. Gib ihm sein Spielzeug zurück. Popoli, wenn du nicht so egoistisch und gemein gewesen wärst, könnten wir immer noch Freunde sein. Hier, nimm das, um dich daran zu erinnern, was passiert, wenn man gemein zu anderen Menschen ist. Weg mit dem dummen Ding! Oh, oh nein! Nicht schon wieder!